Hey, ich bin Skate und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft Legend. Es ist momentan 12:15 und das bedeutet, dass es seit einer Viertelstunde eine neue Farmwelt gibt. Und ich dachte, dass ich in dieser Folge mal so ein bisschen zusammencutte, was mich dort so erwartet. Was ihr hier gerade übrigens seht, das ist das Ergebnis des gestrigen Abendens spontanen Livestreams. Wenn das mal fertig ist, sollen es die vier Wurzeln eines Baumes sein. Bis dahin sieht das eher noch nach einer Missgeburt. Naja, egal, auf jeden Fall wird das hier irgendwann mal ziemlich cool sein, hoffe ich mal. Und ich habe jetzt absichtlich ein kleines bisschen gewartet, damit sich die Farmwelt nicht zu Tode laggt. Oh, danke für das Geschenk. Und nochmal ein Geschenk. Okay, da ist nichts drin. Ob das so gedacht war? Ich denke nicht. Ich glaube, ich muss den Sound hier noch minimal leiser machen und dann fangen wir an. Denn ich suche als allererstes ein bisschen Equipment. Ja. So, okay, wir sind halbwegs gut equipped, deswegen rennen wir mal schnell hier rüber. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man so wie ich sehr nah am Spawn gebaut hat. Hui, lag. Das war aber das letzte Mal, ich hier war auch noch nicht so frei, wie es gerade ist. Ja, und ich kann übrigens an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass es heute Nachmittag einen Livestream geben wird, und zwar ab 16 Uhr, wo wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mitkämpfen, ein bisschen mehr Organisation reinbringen und so. Also wird auf jeden Fall spannend. Wird auch letztlich mit anderen Elfen dann zusammen sein, denke ich mal. Gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich hoffe, dass einige von euch damit dabei sein werden. Vielleicht kriege ich ja auch von Kevin mal eine Wildcard. Wäre mal cool. Finde ich nämlich nicht so cool, dass er der Einzige ist, der die verlost. Okay, wir sind in der Welt hier mit 40 anderen. Das war absehbar. Und ich dürfte die Buffs jetzt in diesem Moment nicht mehr haben. Bis man hier unten ist, hat man die meistens verloren. Obwohl man, glaube ich, noch damit hier rein spawnt. Ja gut. Da hätte ich mal um 12 Uhr direkt da sein sollen. Was? Lebt hier noch irgendein Villager? Oder habt ihr sie schon alle kaputt getradet? Ist ja herrlich. Village direkt am Spawn. Aber ich glaube nicht, dass außer die allerersten da wirklich was von bekommen haben. Was ja immer gerne ist, dass die Farmwelt jeden Tag ein neues Motto hatte. Gestern waren zum Beispiel Giant Biomes und dieses Mal ist es auch klar, riesige Hügel. Und deswegen, na, ich habe übrigens extra, fällt mir ein, eine gefixte Version von Sildur. Guck mal, hui, sieht auf einmal viel besser aus. Ich habe inzwischen sogar noch eine neuere Version, gefixte Version von ihm, aber die habe ich noch nicht drin. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir bewegen uns Richtung Negativrot. Denn eine Sache, die ich gerne mache, ist, dass ich mich tatsächlich hier einfach auf Wasser durch die ganzen Welten bewege. Jetzt ist natürlich die Frage, der große Vorteil von diesen Dingern jetzt hier ist, dass sie sehr hoch sind und man somit ohne Probleme an den Seiten vielleicht irgendwelche Erze sehen könnte. Auf der anderen Seite macht das aber das Vorkommen quasi unmöglich. Aber ich würde sagen, es ist nicht unmöglich, dass wir ein weiteres Village auf diese Weise finden. Wenn ich nämlich einfach auf diesem Kanal hier entlang fahre, dann bin ich super schnell und alles. Und dieses Mal laggt die Farmwelt vor allem nicht so, wie es das letzte Mal, also gestern war. Da war das abnormal. Und ich würde sagen, ich begebe mich jetzt hier einfach mal ein bisschen auf die Reise. Und wenn ich irgendetwas sehe, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Also ich muss schon sagen, dass ich das echt ziemlich beeindruckend finde, wie diese Berge generiert werden. Da hinten haben wir einen Dschungel, vielleicht haben wir etwas Glück und finden einen Dschungeltempel. Es ist einfach wow. Also diese Welt ist vielleicht nicht gut zum Farmen, aber sie ist beeindruckend schön. Da hinten haben wir Kohle. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich mir die Kohle holen soll. Ich denke nicht. Jetzt müssen wir mal irgendwie hier an ein Ufer rankommen, wo ich mein Boot zerstören kann, sodass es nicht ewig weit tief runterfällt. Das ist gerade echt ein Problem. Alter, guckt euch mal an, wie geil das unter Wasser aussieht. Krass.
Okay, also diese Farmwelt, die hat schon so ihre Vorteile, aber auch Nachteile. Also der Vorteil ist, dass ich auf jeden Fall in meiner zweiten Folge Legend euch gezeigt habe, was Legend so interessant macht. Unter anderem eben auch die krassen Farmwelten, die jeden Tag ein anderes Motto haben und sich so komplett voneinander unterscheiden können. Allerdings haben sie aber auch in diesem Fall heute einen etwas größeren Nachteil. Es hat sich ein Außenposten geöffnet. Da kommen wir niemals rechtzeitig hin. Auch einen etwas krasseren Nachteil. Und zwar, wir können unmöglich vernünftig farmen. Vergesst es. Ich brauche hier gar nicht erst probieren. Irgendwie. Nein, vergesst es einfach. Ich fahre jetzt wieder zurück zum Spawn, habe mir gerade die Koordinaten davon erfragt. Müsste einfach hier durch sein, dann dürften wir schon bald da sein. Aber es sieht einfach, es sieht genial aus. Aber es ist nicht genial. Es würde Spaß machen, hier durchzufliegen. Und es hat eigentlich auch Spaß gemacht, hier tagsüber einfach durchzufahren. Aber ganz im Ernst, zum Farmen ist das nichts. Und das stellt uns vor ein echt blödes Problem. Ich muss nämlich hier irgendwie durch die Berge durch. Doch, ich glaube, ich komme sogar durch. Das ist toll, weil dann könnten wir uns. Ach, guck mal, da ist auch schon der Spawn. Doch einfacher, als ich gedacht hätte. Ja, aber dennoch, Leute, wir haben ein Village am Spawn, aber das ist kein gutes Village. Es hat keine Farm und liegt blöde. Und wahrscheinlich werden in Zukunft schon viele von den Villagern tot sein. Ja, und neue Villages zu finden ist hier tendenziell möglich. Gut mit denen zu arbeiten ist tendenziell sehr schwer. Wir gucken uns jetzt dieses Village hier nochmal etwas genauer an. Oh, und hier ist auch ein Librarian. Das ist cool, weil ich habe nämlich zu Hause noch massig Papier. Dann kann ich die hier schnell noch umtauschen. Ja, cool, dann ist die Folge ja doch noch nicht zu Ende. Tier Smite. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir wagen den Suizidsprung. Ohne was zu sehen, ist das immer sehr geil. Hat irgendwie geklappt. Und gehen mal noch schnell zu meinem Haus zurück, holen dort ein bisschen Schilf und begeben uns dann wieder hierher. Um mit dem Villager, den wir da. Wow, das war super knapp. Um mit dem Villager, den wir da gesehen haben, vielleicht ins Gespräch zu kommen und wenigstens ein paar Emeralds noch rauszutraden, weil ich habe mal ein bisschen Papier gesammelt und das kann ich dann jetzt ideal dafür verwenden. So, da sind wir wieder. Und er ist immer noch da. Das ist toll. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie viel er uns denn geben will, bevor er das Angebot sperrt. Oh, das wollte ich nicht. Gehen wir mal rein zu dir. Okay, er hat sich wieder freigeschalten. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir können sogar alles durchtraden. So, jetzt hat er es gesperrt. Schalt das wieder frei. Komm schon. Tu es. Tut er nicht? Haben wir eine Möglichkeit, ihm. Okay, wenn wir Bücher hätten, haben wir aber nicht. Komm schon. Willst du es echt nicht freischalten? Na gut, aber immerhin 7 Emeralds konnten wir ertraden. Das ist schon mal ein Anfang. Hi, jetzt kannst du ihn mit dem Spaß haben. Vielleicht kriegt er es ja hin, dass er ihn wieder freischaltet. Und bis dahin haben wir auf jeden Fall immerhin schon mal 7 Emeralds rausgeholt. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin schon mal ein Anfang. Können wir uns schon fast eine Eisenbrust jetzt von kaufen. Also, dieses Village ist nicht so geil und diese Farmwelt heute war irgendwie auch nicht so der Burner. Aber es war eine sehr schöne Welt und ich denke, ihr habt vielleicht trotzdem das ein oder andere hier rausholen können aus ja, dieser schönen Umgebung und so weiter. Alter, das sieht so krass aus. Ich würde mich immer freuen, wenn die einfach mal wieder eine ganz normale Welt generieren würden. Ja, vielleicht irgendwann. Bis dahin sage ich, liebe Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Dieses Video kommt, wenn alles klar geht, um 15 Uhr.
gucken wir mal, ob alles klar geht. Und um 16 Uhr, wie gesagt, gibt es schon den nächsten Livestream. Und ja, ich weiß nicht genau, ihr könnt noch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls sich irgendjemand das Video bis zum Ende angeguckt hat, wie ich die Folgen am besten aufziehen kann. Also ich denke, es wird einiges in Roleplay geben oder wie Basti sagen würde, Roleplay. Und es wird einiges an Bauerei geben und so weiter. Aber eigentlich ist Legend ja eher ein Livestream-Projekt und als solches möchte ich es auch handhaben. Aber so für den Anfang, denke ich, kann man hier schon einiges mal machen. Und so zusammengecuttet ist das ja eigentlich auch gar nicht mal so langweilig. Denn alles, was langweilig ist, wo ich nur rumlaufe oder so, ist ja dann am Schluss beschleunigt. Also, danke dir für Holz und die Hilfselfe. Gucken wir da mal schnell rein. Hi Skate. Also schreiben Sie mir einfach ein Schild mit meinem Baum, was ich machen soll. Cool. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, kannst du denn bauen? Das wüsste ich gerne. Wenn du bauen kannst, könntest du mir mal... Weil meine Idee an dieser Stelle ist übrigens, dass hier quasi das, das so ein Baum ist, der zu vier Seiten quasi Wurzeln hat. Ja, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Ich arbeite noch daran. Es sieht aber eigentlich gar nicht so kacke aus. Es geht bis jetzt. Auch wenn es, glaube ich, noch viel Arbeit wird, bis das natürlich aussieht. Aber na gut, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Ich sage danke für die ganzen Sachen, die sich hier so... Vor allem die Vines finde ich cool. Weil wann kommt man schon mal an Vines dran? Cool. Also danke an euch alle für den Stuff, den ich hier bekommen habe. Und wir sehen uns nachher im Stream. Oder übermorgen. Wahrscheinlich. Oder morgen. Tendenziell übermorgen. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.